Hallo Menschen, heute probieren wir das zum ersten Mal, den Lesemonat in zwei Teile zu spalten, weil er mir letzten Monat mit über 30 Minuten doch etwas zu lang war. Ich werde gleichzeitig versuchen, hier oben in diesen Infokarten mal dieses Umfrage-Feature zu testen. Da könnt ihr mir mal anklicken, was ihr besser findet, monatlich, halbmonatlich oder was auch immer. Falls das nicht funktioniert, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich begann den Monat eigentlich ja immer noch mit Krieg und Frieden. Davon habe ich auch den ersten Teil bei mir, das erste Taschenbuch, durchgelesen, aber ich bin immer noch dabei und habe zwischendurch halt ein paar kurze andere immer mal nebenher gelesen. Und es ging los diesen Monat mit einem Gedichtband, nämlich Oder wie heißt diese planetare Luft, den ich nicht mehr da habe, weil ich ihn weiter an Verstand geschenkt habe. Und zwar hatte ich mir zwei Gedichtbände bestellt und wollte halt den besseren an sie weiter verschenken, und das war definitiv der erste. Da findet man relativ freie, moderne Lyrik, also keinen festen Reim und dergleichen. Und was ich hier sehr mochte, ist, dass teilweise innerhalb eines Kapitels, was dieser Lyrikband hat, haben die Gedichte teilweise so ein bisschen dieselbe Atmosphäre oder behandeln dasselbe Thema. Nicht immer, aber ich mag das eigentlich, wenn dadurch so irgendwie eine Stimmung aufkommt, die sich halt für einen Teil des Gedichtbandes hält. Und das hatten wir hier. Und wie immer bei Lyrik würde ich euch einfach mal zwei kurze Beispiele vorlesen, weil ich der Meinung bin, dass man Lyrik so am besten kennenlernt. Nummer 1. Und man hört schon jetzt nicht die Aufnahme von gestern, weil der künftige Schmerz nicht aushaltbar ist. Packt Briefe unters Bett, weil man den ratlosen Gott voraussieht mit seinem unnützen Wissen, das in der Zukunft Erinnerung heißt. Fragt sich, ob eine Mütze danach jemandes Mütze ist oder war. Der Einfluss des Todes auf die Grammatik. Dreht Fotos zur Wand, sie beweisen nichts. Und die Erinnerung ist geliehen, beschäftigt nur damit, wozu sie die Abwesenheit zwingt. Nicht Bilder, Gedenken. Stimme, Schrift, Ding belegen, dass es den Körper gab. Die Grammatik gibt das letzte Wort dem Tod. Und dann noch etwas, was mir einfach so von der Atmosphäre sehr gut gefiel. Ist auch nur ein kurzes Beispiel. Frühsommer, Abend. Verharren des Lichts in den Winkeln. Ein ausgeleuchteter Balkon am Nachbarhaus. Dort weist alles nach oben. Der Kamin aus Aluminium, die Zimmerpflanze auf dem Balkon, die halbleere Flasche, vielleicht Wein. Belege für Leben. Dass sich nicht darum schert, dass es niemals ganz es selbst ist, weil selbst noch vor dem Aussprechen zerfällt, ein Geräusch verursacht wie Blätter im Wind. So. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich hoffe, Verstand gefällt es auch. Und dann ging es leider nicht mehr ganz so toll weiter. Und zwar lasse ich die zweite und die dritte Volume von Red Queens. Und ich hatte vorher gewusst, dass in beiden Teilen der Zeichner wechselt. Hatte das auch mal gegoogelt, um zu wissen, wie mir das gefällt. Fand es ganz okay, was ich so bei Google zwei, drei Bilder gesehen habe, und muss sagen, dass es mir im Endeffekt überhaupt nicht gefallen hat. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Den zweiten Teil finde ich zu skizzenhaft und halt nicht auf die gute Art und Weise. Normalerweise mag ich das. Also zum Beispiel manchmal in Comics werden doch hinten drin so ein paar Skizzen gezeigt, und die finde ich oft hübscher als die eigentlichen Seiten. Oder es gab früher auch mal einen Manga, ich glaube, der hieß Blade. Der hatte so einen ganz skizzenhaften Stil, was ich toll fand, aber hier fand ich, es sah halt einfach oft nicht gekonnt aus. Und auch objektiv muss man sagen, dass es einfach nicht so gut ist, was zum Beispiel Proportionen oder Details anbetrifft. Haare fand ich hier nicht besonders schön gezeichnet, und auch Ethnien fand ich, konnte der Zeichner nicht gut wiedergeben. Also es gibt in dieser Geschichte zum Beispiel einen schwarzen Mann, und hier sieht er jetzt, das sieht einfach aus wie ein Weißer, den man dann halt braun angemalt hat. Das war irgendwie komisch, weil das halt vorher durchaus ein wichtiger Teil, finde ich, mit war. Also da gab es halt ganz viele verschiedene Leute mit Herkünften von sonst wo, und was fand ich halt ganz toll. Und konnte der meiner Meinung nach nicht mehr so gut wiedergeben. Und beim dritten, das finde ich, sieht man auch auf dem Cover schon so ein bisschen, das wirkt jetzt auf mich einfach zu cartoonig. Also wir haben oft einfach so dicke schwarze Linien und eine einfarbige Füllung oder halt auch keine Hintergründe mehr. Die werden ja jetzt einfach bunt ausgemalt. Die Oberweiten sind hier, glaube ich, auch mal größer geworden. Und so eine ganz spezielle Besonderheit: ich finde es richtig hässlich, wie hier Tränen gemalt werden. Halt wirklich wie so in einem Cartoon. Ja, gefiel mir leider nicht. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil es inhaltlich meiner Meinung nach langsam so voranschreitet. Also wir kriegen jetzt zum Beispiel immer mehr von den Vergangenheiten der Protagonistinnen mit. Allmählich lernen wir halt auch, warum sie so sind, wie sie sind, und mehr Verbindungen. Aber ich glaube, die Zeichnerin wechselt irgendwann schon wieder. Dann könnte ich es nochmal probieren, aber so wie es jetzt ist, ist halt echt wie so ein, weiß nicht, früher Super RTL Cartoon, und das gefällt mir nicht besonders. Es ging dann leider nicht besonders positiv weiter mit einem Gedichtband von Albert Ostermeier, Solarplexus. Den habe ich schon sehr, sehr lange auf der Wunschliste, und das war leider so überhaupt nicht meins. Ich bin regelrecht noch geschockt, wie sehr das nicht meins war, weil ich halt eigentlich etwas Positives erwartete. Hauptsächlich stört mich hier so ein bisschen der formale Aufbau.
Der Autor nutzt keinerlei Großschreibung und keinerlei Satzzeichen. Das ist eine Sache, die ich sowieso nicht besonders mag, die aber noch okay sein kann. Also ich kenne Gedichte in dieser Form, die ich trotzdem mag. Aber bei ihm kommt halt noch dazu, dass 97% all seiner Verse und Zeilen immer Enjambements sind, dass er also zwei Sätze schon in einer Zeile zusammenpackt und der zweite geht dann in die nächste über, ohne dass man als Leser, weil es gibt ja auch keine Satzzeichen, irgendwie mal wüsste, wann man eine Pause machen soll. Und es ist vielleicht eine persönliche Sache, aber ich mochte das noch nie und vielleicht sollte ich einfach mal mit jemandem reden, der so schreibt, denn ich kann auch einfach immer nicht nachvollziehen, warum man das macht, warum diese Worte jetzt noch besser auf der oberen Zeile stehen als auf der nächsten oder man wenigstens einen Punkt setzt oder so. Ich lese euch auch hier mal einfach das erste Beispiel vor und blende euch aber gleichzeitig halt ein, wie es geschrieben ist. So weit geirrt, wir verlieren an Höhe, eine Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Ich kann mich nicht erinnern, die Distanz zwischen Daumen und Zeigefinger, die Flügelbreite einer Mücke. Was kann ich erzählen? Ich bin gescheitert, ich bilde mir nichts drauf ein. Reisende lügen nicht, die Wiesen sind grün, der Fluss entspringt dem Stein in einer Hand, die über das und so weiter und so fort. Also offensichtlich macht man das ja, damit der Leser drüber stolpert. Also ich könnte mir zumindest keine andere Erklärung vorstellen, weil ich jedes Mal drüber stolperte. Und das ist für mich irgendwie eine seltsame Herangehensweise. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur an diesem äußeren Aufbau lag, aber ich konnte es halt auch inhaltlich so gar nicht genießen. Und ich hatte auf dieses Buch so eine ganz klischeehafte Reaktion auf Lyrik, was ich sonst eigentlich nicht habe, nämlich so dieses: Was war das denn? Was habe ich jetzt gelesen? Was sollte mir das sagen? Zumal das auch oft halt über fünf, sechs Seiten geht, so ein Gedicht, und halt immer ohne Punkte. Und ja, für mich war das sehr enttäuschend. Leider gar nicht meins. Dann beendete ich Metro 2035 von Dmitri Kulikowski, den dritten Teil der Metro-Reihe, zumindest vom Hauptautor. Er hat das Universum ja freigegeben und es gibt auch Metro-Teile von anderen Autoren, teilweise dann in anderen Städten. Zum dritten Teil möchte ich inhaltlich jetzt natürlich nicht so viel sagen, aber ich war ja damals vom ersten Teil wirklich positiv überrascht. Ich hatte das eigentlich meinem Freund gekauft und selber halt so eine sehr actionlastige Postapokalypse erwartet, was es auch ist, vor allem der erste Teil noch. Aber auch da gab es schon erste sehr gute Überlegungen, so was es halt ausmacht, ein Mensch zu sein, wie man jetzt irgendwie in der Metro überlebt und sich eventuell wieder eine Kultur aufbaut und verschiedene Ideologien und so weiter und so fort. Und der erste Teil hatte vor allem nochmal ein ganz, ganz tolles Ende, was einige Dinge noch ein bisschen umdreht, gefiel mir sehr gut. Hier ist jetzt definitiv nochmal ein ganzes Stück weniger Action drin als im ersten Teil und wir haben auch überhaupt keine so leichten Horrormomente mehr, die es im ersten Teil, finde ich, noch gab. Da gab es ja noch mehr so degenerierte und an der Oberfläche, wenn man mit Schutzanzügen mal hochgegangen ist, so regelrechte Monster, würde ich fast sagen. Das kommt ja nicht mehr vor. Hier steht definitiv der Mensch im Vordergrund, mal wieder so seine Ideologien, auch teilweise was ihn antreibt, eventuell auch was ihm Angst macht. Also Artyom, unser Protagonist, wird durch die Vorgänge im ersten Teil so mehr oder weniger als Held gefeiert, aber er selbst ist noch nicht direkt ein gebrochener Mensch. Er hat sogar noch Hoffnungen, aber ist halt auch so in zum Beispiel einer unglücklichen Ehe gefangen und teilweise halten ihn die Leute allmählich auch für verrückt, für die Dinge, die er halt jetzt noch so hofft. Und diese ganzen Entwicklungen fand ich eigentlich sehr schön. Es gab außerdem einen Moment, in dem wir so eine gewisse Erkenntnis erlangen, also noch nicht am Ende, sondern zwischendrin halt richtig Gänsehaut bekommen. Und ich liebe es, wenn ein Buch sowas mit mir macht. Ich musste da auch gerade dann aus der Straßenbahn aussteigen und das Buch halt wegschenken. Und da dachte ich mir so: Oh Gott, wie geht's denn jetzt weiter? Und es ist immer eine gute Sache, wenn ein Buch sowas in mir auslöst. Im Großen und Ganzen geht es halt hier tatsächlich viel um so die Steuerung von Massen. Auch wie man mit Ängsten und Vorurteilen arbeitet und natürlich so ein gewisses Ausgrenzen, also so ein Wir und die da denken. Und das sind Sachen, die ich sehr gut finde. Chrissy hat in ihrer Rezension, die ich euch unten verlinke, sehr viel darüber gesprochen, dass es hier halt vielleicht auch eine Kritik an aktuellen politischen Vorgängen gibt, was ich ganz toll fand. Und sie hat damals auch noch dafür gesorgt, dass das Interesse am dritten Teil sich bei mir noch so sehr steigert, dass ich es mir halt jetzt doch gekauft habe. Weil ich dachte mir, na gut, Bücher wären nicht schlecht, kannst du dir auch später noch kaufen, aber nach ihrer Rezension, da musste ich dann zuschlagen. Um einfach mal noch zwei, drei Kritikpunkte zu nennen, die aber nicht dafür gesorgt haben, dass ich das Buch an sich jetzt schlecht fand. Sprachlich ist es jetzt nicht das Besonderste oder etwas, wo ich jetzt viel anstreichen konnte, weil es so schön formuliert war, aber das war schon in Ordnung. Ich habe es vor allem gemerkt, manchmal in Dialogen. Ich finde, die Leute haben teilweise sehr abgehackt geredet und so, als ob sie gar nicht aufeinander eingehen, und aber immer auf eine Art und Weise, wo ich mir denke, würde jemand so mit mir reden? Das wäre kein Gespräch, da würde ich sagen: Hallo, kannst du mal auf meine Frage eingehen? Und ich glaube, dass das nicht so realistisch war, aber ja, wie gesagt, war jetzt nicht so schlimm. Und eine Sache, die ich nicht besonders leiden kann, ist, wenn ständig die Zeitform manchmal von Präsens auf Präteritum wechselt.
Ich weiß schon, dass das, also es geschieht oft in Momenten, wenn irgendwie so Action dargestellt werden soll oder in Traumsequenzen oder sowas, aber ja, ich finde immer so, behaltet doch eine Zeitbombe bei, wir kriegen das schon mit, dass gerade Action geschieht. Ja, achso, und eine Sache, es kommt da mal noch eine Figur aus dem zweiten Teil vor, also es kommen mehrere vor, aber bei der einen finde ich, dass ihre Wandlung nicht so gut dargestellt wurde. Also das, was sie jetzt tut, finde ich nachvollziehbar, aber nicht ihre Einstellung dahinter. Wie sie das findet, wie sie das begründet, wie sie jetzt auf die Welt sieht. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass jemand zu so einer Einstellung kommt, aber hier wurde es einfach nicht beschrieben, was zwischen Teil 2 und jetzt so wirklich passierte. Das ja, fand ich ein bisschen seltsam, aber das ja, ist nur so eine Kleinigkeit am Rande. Und ein letzter kleiner Kritikpunkt. Nebenfiguren, die also wirklich sehr Nebenfiguren sind, sind oft sehr einseitig. Also der Nazi-Offizier ist halt ein Nazi-Offizier und mehr nicht. Und wir erfahren auch nicht viel über ihn oder so, sondern halt alles irgendwie doch aus Artyoms Sicht. Und ja, so ein bisschen Differenziertheit hätte vielleicht noch ganz gut getan. Aber im Großen und Ganzen ist das eine Reihe, die ich, wie gesagt, überraschend gut fand. Richtig tolle Endzeitgeschichte mit Menschen auch und trotzdem Action und ja, gefiel mir sehr gut. Danach lasse ich dann Reality Show von Amelie Nothomb. Dazu gibt es bereits eine Rezension. Für das Video erzähle ich euch nochmal kurz, worum es geht. Und zwar wird hier in einer Fernsehsendung ein KZ nachgestellt. Eine furchtbare, eine großartige Idee, meiner Meinung nach, für ein Buch. Aber ich hatte leider einiges zu kritisieren. Und das, was ich sonst so an Amelie Nothomb mag, nämlich dass sie so kurz und prägnant schreibt, sorgte hier dafür, dass einfach zu wenig Erklärungen kommen. Das heißt, nicht so komplett überzeugt, aber eine tolle Idee für ein Buch, meiner Meinung nach. Dem folgt dann Der Goldene Kompass von Philip Pullman. Das ist der erste Teil der His Dark Materials-Reihe. Und das lasse ich auch für Chrissys Lese-Challenge. Diesen Monat sollte es entweder ein Kinderprotagonist sein, ein Buch aus meiner Kindheit oder ein Buch für Kinder. Und das passt auf alles drei in dem Fall. Es ist ein zweites Lesen für mich. Ich habe das in meiner Jugend eher schon mal gelesen, nicht in meiner Kindheit. Und ich mochte es im Großen und Ganzen doch immer noch so wie damals. Für diejenigen, die es nicht wissen, wir befinden uns hier in einer Parallelwelt, die in großen Teilen unserer gleicht, aber halt in Einzelheiten dann doch unterscheidet. Der größte Unterschied ist der Fakt, dass jeder Mensch einen sogenannten Dämon hat. Dämon mit einer AE-Ligatur geschrieben. In Tierform und in der Kindheit können die sich noch verwandeln in verschiedene Tiere. Als Erwachsene sind sie dann fest und sie sind halt sehr, sehr eng mit den Menschen verbunden, repräsentieren teilweise ihre Persönlichkeit, eventuell auch ihre Sexualität. Dazu gibt es ein interessantes Video von Jen Campbell, was ich euch mal verlinke auf Englisch. Und also stirbt der eine, stirbt der andere eben. Also sie gehören zusammen, man könnte vielleicht sagen, es ist mehr oder weniger ihre Seele oder dergleichen. Also so in die Richtung. Und unsere Geschichte beginnt dann speziell, als mehrere Kinder plötzlich verschwinden, vor allem so aus ärmeren Gegenden oder von Dienstleuten oder von den sogenannten Gyptern, so eine Art fahrendes Volk hier. Und Lyra, unsere Protagonistin, die vielleicht eher Lyra heißt, aber ich habe so als Kind halt immer Lyra ausgesprochen und habe das jetzt auch beibehalten. Belauscht dann noch mehrere Wissenschaftler bei einem Gespräch über den sogenannten Staub und daraus entwickelt sich ein großes, großes Abenteuer. Ich hatte die Geschichte hier im ersten Teil noch sehr, sehr gut im Kopf, habe dann aber mal zum Beispiel auf den Film geguckt und in Kommentaren so unter dem Trailer gelesen, dass zum Beispiel auch von Engeln die Rede ist und da machte etwas Klick in meinem Kopf, also so im dritten Teil glaube ich, und ich konnte mich ganz grob dran erinnern, ich weiß aber überhaupt nichts mehr und ich bin aber sehr, sehr gespannt. Also das Buch hat wirklich dafür gesorgt, dass ich weiter in diese Welt eintauchen will. Es ist auch eine tolle Welt, um sich darin so ein bisschen zu verlieren. Aber ich habe diesmal halt so ein, zwei Sachen gemerkt, die mich früher vermutlich nicht gestört hätten. Also zum Beispiel kommt es halt zu so ganz unrealistischem Nachfragen eines Professors, als er sowas sagt wie: Oh, was ist denn gleich nochmal die Aurora? Nur damit es der kindliche Leser halt erklärt bekommt. Aber es ist halt, es ergibt halt überhaupt keinen Sinn, dass irgendein Professor das fragen sollte. Selbst ein Sprachwissenschaftsprofessor weiß, was die Aurora ist, meiner Meinung nach. Dann ist mir auch noch aufgefallen, dass es außer Lyra halt wirklich nicht viele Frauen gibt, die aktiv etwas machen. Also unsere Gegnerin ist eine Frau, das ist schön. Aber es gibt zum Beispiel einen Moment, da wollen die Ägypter eben die entführten Kinder befreien. Und als sie so diskutieren, steht eine Frau auf und die sagt so: Mensch, Lord Farr, wollt ihr nicht auch ein paar Frauen mitnehmen? Oder dachte ich schon so: Oh ja, tolle Frage. Und dann redet sie aber weiter und sagt, um sich dann um die Kinder zu kümmern, wenn er sie gefunden hat. Und das ist alles. Also es gibt keine weiblichen Kämpferinnen oder so. Das ist jetzt auch nicht total schlimm, aber es ist mir halt jetzt als Erwachsene irgendwie ein bisschen stärker aufgefallen. Und eine Sache, die ich vor allem in Fantasy-Geschichten nie besonders mag: Es gibt hier eine Prophezeiung. Und ich weiß nicht mehr, ob es halt in den nächsten Teilen noch eine größere Rolle spielt, aber ich fand, für diesen Teil war die halt vollkommen unnötig. Die wird mehrmals erwähnt.
Die ist aber nicht wichtig und die ist auch kein Handlungsanstoß. Also wie zum Beispiel bei Matrix, als Neo dann die Prophezeiung auf Herso, dann da wird er doch auch der Auserwählte. Aber hier ist es sogar so, dass Lyra quasi nichts davon wissen darf. Das wird mehrmals so erwähnt, niemand soll es ihr sagen. Und deswegen denke ich mir so, lass es doch einfach weg. Also diese komplette Geschichte hätte auch ohne eine Prophezeiung geschehen können. Und ich fand es vollkommen unnötig, dass die doch drin ist. Ja, was ich sehr interessant fand, ist, dass Lyra eigentlich teilweise so ein bisschen unsympathisch ist. So, also vor allem auch am Anfang, da lügt sie wie gedruckt. Also macht sich oder Verwandte von ihr einfach auch größer. Sie spinnt sich da etwas zusammen. Sie ist sehr arrogant. Und das sage ich aber nicht in dem Sinne, dass ich es negativ finde, sondern sogar sehr gut. Also ich mochte das. Sie wächst auch an ihren Aufgaben. Und insofern darf sie da ruhig auch so ein bisschen arrogant am Anfang sein. Ja, und was ich persönlich auch sehr mochte, am Ende wird es sogar nur so ein bisschen brutal, also so, dass ich mir auch dachte, oh je, meinem 10-jährigen Kind hätte ich es vielleicht nicht vorgelesen. Und wir haben so Gedanken über Parallelwelten und die Wahrscheinlichkeitstheorie. Das fand ich eigentlich ganz, ganz toll, dass das hier schon so angerissen wird. Also halt so leicht erklärt. Das kann man natürlich vielleicht im Jugendlichen, selbst mir, nicht so wirklich erklären. Und falls ihr es nicht wisst, also Philip Pullman hat die His Dark Materials-Reihe ja auch als Gegenentwurf zu Narnia geschrieben. Ein Buch, was ich nie besonders mochte, auch bevor ich wusste, dass da so diese ganzen christlichen Untertöne dabei sind. Und ja, insofern von mir eine Empfehlung, hat mir sehr gut gefallen. Ich möchte auch noch weiterlesen. Dann kam noch ein kurzes Büchlein, nämlich Wovon wir träumten, von, ich glaube, Julie Otsuka. Denn sie ist in den USA geboren, aber ihre beiden Eltern sind Japaner, ihre beiden Engländer. Zu diesem Buch möchte ich noch eine Rezension drehen, denn ich fand es so, so, so gut. Ich habe es damals mitgekriegt bei Buchgeschichten, die es empfohlen hat, und insofern hatte ich erwartet, es zu mögen. Aber wie sehr es mir gefallen hat, hätte ich nie gedacht. Das ist ganz, ganz toll. Es geht um überwiegend junge japanische Frauen, die so, ich würde sagen, 1920, 1930 rum in die USA gebracht werden, um dort an Männer, japanische Männer verheiratet zu werden, die halt so für sie bezahlt haben. Und ja, wie gesagt, um euch dann noch ein bisschen vorzuschwärmen, werde ich noch eine Einzelrezension drehen. Und dann lasse ich noch zwei Comics auf Arbeit. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die diesen Monat oder vielleicht sogar letzten schon beendete. Das erste ist Eindringlinge. Das sind prinzipiell Comic-Kurzgeschichten. Und eigentlich überhaupt nicht mein Stil. Also vor allem von den Zeichnungen her, das ist alles so geordnet und normal und wir haben einfach nur eine schwarze Linie und dann eventuell eine einfarbige Füllung drin. Das wirkt auf mich also ein bisschen altmodisch, vielleicht auch langweilig. Ich muss aber zugeben, dass es zu den Geschichten eigentlich gepasst hat. Die waren alle sehr, sehr ruhig erzählt, zum Großteil auch melancholisch. Und es war wirklich auffällig, dass keine einzige Geschichte auch nur irgendwie einen Funken Freude hat aufkommen lassen. Also das mochte ich sehr. Es gefiel mir gut, dass es halt wirklich so das Gegenteil war von diesem Klischee, was man von Comics hat, irgendwie so bunt und actionlastig und aufregend. Das kommt dir gar nicht vor. Sondern es geht einfach viel um Verlust und Aufgeben und dass man es einfach nicht schafft. Immer wieder war also auch ein bisschen runterziehend, aber insofern ganz gut. Und eine Geschichte hat mir besonders gut gefallen, die so ein bisschen besonders erzählt wurde, da nämlich nie die Protagonisten gezeigt werden, sondern immer nur so verschiedene Momentaufnahmen oder aus ihrer Blickrichtung. Aber man sieht halt in die Gesichter, also sie fliegen im Flugzeug und man sieht halt so die Sitze vor ihnen, vielleicht mal nach unten den Blick, maximal so, dass man ihre Hand sieht oder so drumherum, aber nie die Gesichter und es wurde nur mit so einer Erzählstimme quasi hinterlegt und das gefiel mir sehr, sehr gut. War mal was Besonderes, aber im Großen und Ganzen halt leider von den Zeichnungen so gar nicht meins. So, und dann noch ein letztes, nämlich Das falsche Geschlecht. Hier geht es um einen Deserteur aus dem Ersten Weltkrieg, der eben zurück zu seiner Frau flieht und sich mit ihrer Hilfe versteckt. Allerdings wird er in diesem kleinen Kabuff, in dem er dann halt jetzt steckt, zunehmend unzufrieden und beschließt eines Tages, als Frau verkleidet, das Haus zu verlassen, damit er eben nicht erkannt wird. Den Zeichenstil würde ich hier durchaus als etwas Besonderes bezeichnen, allerdings auch nicht so in die Richtung, wie ich es mag. Es gab halt viele so Übertreibungen, große Nasen zum Beispiel oder Seiten, auf denen es halt keine Rahmen gibt, sondern so mehrere Einzelbilder, was einfach nicht so mein Stil ist. Alles Geschmackssache natürlich, aber für mich war es halt nichts. Und ich fand ganz gut, wie der Wandel beschrieben wird und auch welchen Einfluss das auf ihre Ehe hat. Aber auch hier hatte ich wieder das Problem, es sind halt wirklich unsympathische Charaktere. Wie gesagt, erst dachte ich noch, ja, es wird gut wiedergegeben, wie ihm die Isolation so zusetzt. Aber eigentlich ist er wirklich nur ein Arschloch. Und sie ist nicht viel besser, wie man dann noch rauskriegt. Also, er behandelt sie wie Dreck, muss man zugeben. Also vor allem, wenn man bedenkt, was sie so für ihn riskiert und tut. Und ja, ich habe ja da immer so meine Probleme damit, mit unsympathischen Charakteren. Ja, allgemein würde ich jetzt die letzten zwei Comics, die ich erwähnt habe,
nur so lala empfehlen, ist natürlich immer Geschmackssache. Meins war es halt nicht komplett. Ja. Und das waren alle erstmal bis zur Hälfte des Monats gelesenen Bücher. Ich habe das Gefühl, ich habe schon wieder ganz schön lange geredet und das nur für die Hälfte. Insofern ist es vielleicht doch ganz gut. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu und wie immer auch zu den Büchern, ob ihr es schon gelesen habt, ob ihr jetzt Lust bekommen habt oder auch nicht. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.